Gut, dann gucken wir mal weiter, was wir hier noch haben. Ich habe jetzt hier drüben noch einen Haken gesehen. Es scheint aus Stahl zu sein. Vielleicht können wir das mitnehmen. Es könnte mir noch nützen. Das andere Ende scheint da unten festzustecken. Dann gucken wir doch mal. In Ordnung. Ich schaue mal nach unten. Es ist ziemlich dunkel. Ich versuche, näher dran zu kommen. Ich wusste es. Das Kabel hat sich in den Wurzeln verheddert. Es muss seit langem verklemmt sein. Ich kriege sie nicht auseinander. Ich weiß nicht, wozu das blöde Kabel benutzt wird, aber es sitzt wirklich fest. Vielleicht zum Anhängen von irgendwas. Keine Ahnung. Also da kommen wir nicht wirklich weiter. Und hier bei unserem Mönchsfreund kommen wir auch nicht weiter. Dann müssen wir wohl weiter gucken. Das gibt's nicht. Ein Automat für Erinnerungsfotos. Ich habe diese Art Fotos mit Kulisse drumherum nie gemocht. Ich finde sie überhaupt nicht lustig. Wahrscheinlich liegt es an dem verdammten Foto, das meine Mutter im Wohnzimmer hängen hat. Es zeigt mich als Sechsjährigen mit verblödetem Grinsen und dem Körper von Donald Duck. Sowas haben wir halt als Kinder gerne gemacht. Das ist halt nun mal so. Die könnte mal einen Anstrich gebrauchen. Gucken wir doch mal, was das hier alles ist. Die ist ziemlich ramponiert und vom Salzwasser zerfressen. Typisch. Angeber vom Dienst. Die surfen und halten kurvenreiche Mädchen in den Armen. Naja. Schieb die Holzwand weg. Das ist vielleicht keine gute Idee. Typisch. Angeber. Nein. Obwohl das Holz morsch ist, scheint es da hinten befestigt zu sein. Außerdem, wozu sollte ich es runterstoßen? Weil es Spaß macht. Aha. Hier haben wir das Herzstück des Automaten. Mit anderen Worten, die Stelle, an der man die Münzen einwirft und das Foto rauskommt. Nanu, die Lichter sind aus. Das bedeutet, dass der Fotoautomat nicht angeschlossen ist oder... Noch schlimmer. Er ist kaputt. Wie immer, wenn man was braucht. Da kommen die Münzen hinein. Obwohl, wenn man sich die Form anguckt, der Automat nimmt keine normalen Münzen an, sondern irgendwelche Chips. Also müssen wir wohl einen Chip suchen. Ja, da kommen bestimmt die Fotos raus. Die Idee gefällt mir nicht. Ach ja? Sonst noch Wünsche? Ja. Aber die werden wir jetzt nicht äußern. Erstens... $5-Chip in Schlitz einführen. Maschine nimmt keine Scheine an. Zweitens, Köpfe durch Öffnungen stecken. Drittens, ruhig stehen bleiben, während Foto aufgenommen wird. Viertens, Surferfoto wird in weniger als einer Minute ausgeworfen. Schöne Idee ist es ja. Vielleicht finden wir ja hier noch irgendwas. Gucken wir uns mal hier die Maschine an. Die einheimische Aufmachung hat was. Ich lasse den Fotografen und die Kamera lieber an Ort und Stelle. Am Ende geht noch was kaputt. Betrachte Plattform, das hatten wir eben schon. Holztafel. Hier haben wir scheinbar nicht wirklich viel mehr, was wir uns noch angucken können. Also, weiter. Haben wir hier hinten noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Was könnte man jetzt hier noch irgendwo hingehen? Dann gehen wir mal noch in das ganz große Gebäude hier vorne. Wenn Brian endlich mal nach vorne gelaufen kommt. Ansonsten nehmen wir die Abkürzung. Sieht wie ein großes Restaurant aus. Wenn da schon Seafood steht. Bestimmt ein großes Restaurant. Mit Besuchercenter. Ich komme nicht rein. Es ist abgeschlossen. Geh in Richtung Kellereingang. Dann gucken wir uns doch mal den Kellereingang an. Es verhindert, dass die Doppeltür sich öffnen lässt. Unmöglich. Man sieht mit bloßem Auge, dass das Holz viel zu stabil ist. Schade. Den Flecken nachzuurteilen, ist der Container bei den Hunden in der Gegend recht beliebt. Nicht gerade lecker. Schätze, ich komme nicht drum herum. Mal sehen, was drin ist.
Ich hoffe, drinnen riecht es besser als hier draußen. Mülltüten, alte Zeitungen. Ah, das kann man doch gebrauchen. Eine Packung Butter, fast voll. Und? Nein, ich glaube nicht, dass man noch etwas davon wiederverwenden kann. Gut, dann hätten wir schon mal ein Stückchen Butter, wofür auch immer. Momentan fällt mir dazu noch nicht wirklich was ein. Gut, schau den Soldaten aus der Nähe an. Schauen wir uns doch mal den Soldaten an. Ich bin nicht davon begeistert, nochmal mit den Soldaten zu sprechen. Aber wenn es nicht anders geht... Wir haben noch gar nicht mit denen gesprochen. Der Knabe liest ja. Ich hoffe, diese gute Eigenschaft macht ihn sympathischer als seine Kameraden. Hallo, guten Morgen. Marine Zachariah O'Connor zu Ihren Diensten, Sir. Was meinen Sie mit zu Ihren Diensten? Entschuldigen Sie meine Kühnheit, Sir. Aber ich kann einen Offizier erkennen, auch wenn er inkognito ist. Das ist ja lustig. Warum glauben Sie das? Weil Sie sehr kräftige Farben benutzen, um andere auf Ihre Person aufmerksam zu machen. Und genau das würde keiner von jemandem, der inkognito ist, erwarten, Sir. Wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, Sir. Ich glaube, das ist sehr intelligent Ihrerseits, Sir. Wenn du meinst, nur eins. Könntest du versuchen zu sprechen, ohne zu schreien? Unmöglich, Sir. Ich bin halb taub. Und wenn ich nicht schreie, laufe ich Gefahr, nicht zu wissen, was ich gerade von mir gebe, Sir. Schon gut. Mal gucken, was ich ihm jetzt so erzählen könnte. Soldat O'Connor? Ja, Sir. Ja! Der ist schon mal lustig, der Kerl. Hast du zufällig gesehen, wie ein Mädchen heute Morgen vom Himmel in den See gefallen ist? Bring mich bitte ins Camp. Hast du vielleicht ein Stück Kreide? Fragen wir doch erstmal nach Gina. Hast du zufällig gesehen, wie ein Mädchen heute Morgen vom Himmel in den See gefallen ist? Nein, Sir! Nein! Ich benutze das Cappy immer so, Sir. Deswegen sehe ich überhaupt nichts, Sir. Na, sehr hilfreich. Warum setzt du das Cappy nicht so herum auf, dass du auch sehen kannst? Ich frage mich, was du jemals für die Armee tun kannst. Du bist halb taub und siehst nichts. Ist auch nicht schlecht. Warum setzt du das Cappy nicht so herum auf, dass du auch sehen kannst? Waldarbeitergewohnheit, Sir. Um die Augen zu schützen, Sir. Es schützt die Augen vor Holzspänen. Und verhindert, dass man Vogeldreck ins Gesicht bekommt, wenn man auf Bäume klettert, Sir. Ich frage mich, was du jemals für die Armee tun kannst. Du bist halb taub und siehst nichts. Ich bin ein voll ausgebildeter Späher, Sir. Bevor ich zur Armee kam, war ich Waldarbeiter. Niemand in der Truppe kann so schnell auf Bäume klettern wie ich, Sir. Das ist gut zu wissen. Ich würde gern sehen, wie du auf den Baum kletterst. Sehr gern, aber man braucht dafür ein Seil. Und ich habe hier keins, Sir. So, so. Du kletterst also auf Bäume, um zu spionieren. Sobald ich den Colonel sehe, werde ich dich des Hochverrats anklagen. Sehr einfallsreich, Sir. Ein tauber Spion. Hochverrat. Sie und Ihre Begleiterin lachen sich doch bestimmt halb tot, Sir. Meine Begleiterin? Ich meine das Mädchen, das sich als Kellnerin verkleidet hat, Sir. Das Mädchen, deren Körper ich nicht zu beschreiben wüsste, ohne ein paar unanständige Wörter zu benutzen, Sir. Wahrscheinlich gehört sie zur Militärpolizei und hat die Mission, Alkoholiker unter den Soldaten zu entlarven, Sir. Genau, mindestens. Hast du vielleicht ein Stück Kreide? Sir, nein, Sir. Aber in der Schule habe ich gelernt, wie man welche herstellt. Aha. Es ist ziemlich kompliziert, Sir. Man muss etwas Gips zerreiben und ihn dann mit Kleber mischen. Das Ganze stopft man dann in ein Reagenzglas, Sir. Klar. Und der komplizierte Teil? Das ist alles, Sir. Ich verstehe. Noch was, O'Connor. Bleiben Sie auf Ihrem Posten, Soldat. Denken Sie daran, ich werde Sie beobachten. Zu Ihren Diensten, Sir. Ins Camp bringen ist vielleicht ein bisschen ungünstig. Nachher schmeißen die mich da gleich wieder raus. Gut. Also jetzt wissen wir zumindest schon mal, wofür wir hier das Zigarrenröhrchen später benutzen müssen. Weil wir uns höchstwahrscheinlich noch ein Stückchen Kreide herstellen sollen. Das heißt, uns fehlt jetzt nur noch Kleber und Gips. So dumm, dass er keine Türen hat. Ich hänge so gern den Ellenbogen aus dem Fenster. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass O'Connor mir das Ding leiht. Cool wär's natürlich. Das Seil, was an der anderen Hütte hängt, ist wahrscheinlich ein Seil, womit er hier auf den Baum klettern kann. Also müssen wir irgendwie gucken, wie wir das lose kriegen. Da gehe ich lieber nicht so nah ran. Die ist voller Harz. Damit hätten wir auch schon mal unseren Kleber. Da gehe ich lieber nicht so nah ran. Die ist voller Harz. Aber wie kriegen wir da den Kleber runter? Harz ist nicht gerade der beste Kleber, aber es könnte funktionieren.
Ich hoffe, der Deckel bleibt drauf. Sonst kann ich meiner Tasche und allem, was ich darin habe, Lebewohl sagen.